So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. Ich hoffe mal, dass erstens, ob ihr das Fenster findet. Ja, das sieht gut aus. Und dann hoffe ich vor allen Dingen mal, dass okay, gut, komm. Heute die Kamera nicht wieder abstürzt, wie letztens bei ATS, wo bei der letzten Folge das linke Bild stehen geblieben ist. Was also für euch. Das hier halt. Ist letztens einfach die Kamera mit Ray die Geist aufgegeben. Also nicht die Kamera, sondern die USB-Verbindung. Da, ja. Habe ich jetzt mal ein bisschen den Stecker gereinigt. Bis jetzt noch ohne Kontaktspray, sondern einfach nur ein paar Mal Stecker rein und Stecker raus, um die Kontakte quasi sauber zu schleifen. Ich hoffe, das hat gereicht. Sieht jetzt erstmal gut aus. Ja, so, wir machen. Oh, wir sind schon bei der 1.52. Neue Version. Wollte gerade sagen, die Driving Academy, die sollte doch erst mit der nächsten Version kommen. Aber wir haben bereits die nächste Version. Oh! Na, das ist ja. Das war jetzt nicht geplant. Wir machen erstmal die Karriere. Weil ich würde ich gerne mit der Driving-Karriere, mit der Driving, also mit der Fahrschule, die ist nämlich jetzt neu, hatte ich ja letztens schon irgendwie so angedeutet gehabt, glaube bei ATS, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ja, gibt jetzt eine Fahrschule. Warum das hier immer noch in Englisch ist, keine Ahnung, alles andere ist ja in Deutsch. Ist also noch sehr frisch, wie es aussieht. Deswegen warten wir damit mal, weil ich würde damit gerne bei ATS und bei ETS halt gleich anfangen. Ne? Also bei, wir hängen ja, also ich, bei der gleichen Folgenanzahl. Wir hängen ja bei ETS jetzt, hat jetzt noch hinterher. Genau. Das heißt, das machen, ne, Driving Academy machen wir erst, wenn daraus eine Fahrschule geworden ist. vor allem halt erst da, ja. Aber ja, da kam echt schon die Version 1.52 raus und ich habe nicht gemerkt. Damn, Daniel. Gut, ich war jetzt die letzten Tage auch nicht auf YouTube aktiv unterwegs, weil ich sehr viel Mytest gespielt habe. Weil halt wieder Urlaub und so. Aber. Net to know. Da spielen wir also jetzt schon mit der 1.52. Schnieke. So, wir sind gerade in was auch immer das hier für eine Flagge ist. Frankreich. Aha. 50, 80, 80 und 90. Können wir uns quasi aussuchen. so, wir haben keine aktive Mission, denn wir werden eh abgebrochen. Weil neue Version. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz, wie es eigentlich unserer Firma geht. Fahrermanager. Da hatten wir schon drei Fahrer. Ich spiele gerade mit meinem privaten Account, kann das sein? Ja, das ist definitiv mein privater Account. Was tue ich hier gerade? Da gehen wir mal bitte ganz schnell wieder raus. Also ist zumindest ja mein privater Steam-Account. Bei meinem privaten Windows-Account bin ich schon noch viel weiter. Aber ja, nee, ich wollte da Profil, gewähltes Profil benutzen. Dankeschön. Und jetzt Karriere fortsetzen. Macht ein bisschen mehr Sinn. Schätze ich mal. Ich muss ganz kurz gucken. Ich glaube, mein Mikrofon ist viel zu leise eingestellt. Mal wieder, weil ich ja mit Senf gearbeitet habe. Es kann also etwas sein, dass es etwas lauter wird. Langsam, Stück für Stück. Solange bis das Mikrofon eingepegelt ist. Ich drehe es langsam hoch. Und ja, man merkt schon beim Ausschlag, es wird langsam lauter. Das sieht gut aus. So, jetzt ist es wieder Normallautstärke. Das ist doch sehr schnieke. So, genau. Da hatten wir also eine Mission gehabt. Schade. Ich habe viel festgestellt, wurden das noch nicht abgeschlossen, okay. Ohne Strafzahlung. Ja. Okay, gut. Jetzt gucken wir uns hier mal unsere Firma an. Wir hatten drei Mitarbeiter. Okay. Die sind alle noch ausgeglichen. Oh, er kann schon Fernfahrer machen. Der ist schon relativ. Ne, der ist schon alles ausgeglichen. Die beiden brauchen noch ein bisschen Ausgeglichenheit. Guck mal, hier haben wir sogar schon mit farbigen LKWs gearbeitet. Weil bei ATS habe ich bisher fünf weiße LKWs. Lol. So, das heißt, denen geht's schon mal gut. Das ist sehr gut. Und wie geht's uns? Wie geht's unserer. Nee, Service. Wie geht's unserem Bankkonto? Na, da brauchen wir noch 3000, um den hier auszulösen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen einfach mal einen schnellen Auftrag.
Und gucken mal, was wir da so haben. Oh, direkt ganz oben Scania. Das ist doch 12.000. Das ist doch eine schöne Strecke. Aber wir schon mal. Ja, nee, ist doch. Obwohl doch, da unten ist gelb. Da waren wir also schon. Aber wir fahren hier oben lang, von daher egal. Ich würde gerne mal hier unten in der Türkei ein bisschen rumfahren, weil da auch schöne Gebiete sind. Also nicht, dass ich jetzt die Türkei mag. Also, anders gesagt, the people dort, vor allen Dingen the government, ist totally abfuck, was die da so machen. Aber von der Natur her, von der Landschaft her ist es schon sehr schön. Aber hier, Scania. Ich klicke mal direkt hier, also können wir gar nicht draufklicken, ist alles noch unbekannt. Klick mal darauf. Budapest, Istanbul, das sieht doch gut aus. Haben wir auch 12k. Auch wenn die Strecke wesentlich. Also, ne, hier haben wir 32 pro Kilometer. Und hier haben wir nur 20 pro Kilometer. Also. Aber erstens ist es eine schöne Strecke. Ich will sie also trotzdem fahren. Jetzt, let's go. Außerdem ist es ein Volvo. Ich meine, bitte, Volvo. Also, Volvo. Let's go. Ey, beruhig dich. Kann es sein, dass meine Kopfhörer hinterher hängen? Scheiß Bluetooth. Okay, wir fahren los. So. Sieht eigentlich mein Audio aus. 50% sieht gut aus. Okidoki. Nochmal. Wo deine Lücke ist, finde ich halt optisch so hässlich. Erstens sieht es hässlich aus, dass die eine Achse da zum Ende hingeklatscht ist. Das sieht optisch hässlich aus. Und dann, dass da eine Lücke zwischendrin ist, sieht auch hässlich aus. Achso, was hier oben blinkt, ist dieses Spiel unterbrochen. Das blinkt jetzt scheinbar. Die haben das Menü schon wieder überarbeitet. Kann das sein? God damn it. Könnt ihr mal aufhören, Sachen zu überarbeiten? Das verwirrt immer so. Ja, genau, F1 und. Achso, genau, F2 ist. Ja, okay. Das ist auch gleich geblieben. Na gut. Dann, nein, ich wollte eigentlich dahin. So, Spiegel sind alle gut eingestellt. Da kann man gut was sehen. Da vorne geht's raus. Dann würde ich mal sagen, dann tun wir das auch mal. So. Freie Bahn mit Marzipan. I guess. So, aber bevor wir die Straße hauen, machen wir erstmal hier. Okay. So. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Zwanzig? Holy shit. 20 km/h, Digga. So cool, so tief geht nicht mal mein hier, Speedometer, mein Tempomat. Ganz schön eng überall, vor allem mit diesen ganzen hässlichen Dingern da. Habe ich immer Angst, dass ich damit mein Auflieger, also dass da, ja, mit dem Auflieger rauf fahre. Oh, Straße frei, sehr gut.
Oh, die beschleunigen ja schon schnell. Wie viel haben wir denn gerade mal an Last? Ah, 11 Tonnen immerhin. Er ist halt ein Volvo. Ich weiß zwar nicht, welche Leistung der das gerade hat, aber es ist ein Volvo. Da haben selbst die 110 PS Maschinen 750 PS. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. 1200 Euro. Also, wie viel brauchen wir jetzt nochmal? Ich brauche ja 2000, um dir einen Kredit auszulösen. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Bauarbeiten. Achso, da hinten. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Vor allem bin ich mal gespannt, wenn denn. Oh, warte, der da vorne. Achso, weil er abbiegen wollte. Bin ich mal gespannt, ja, wie lang die Driving Academy, also die Fahrschule wird. Weil, ne, wir hatten ja dieses Skyline Truck Driving Simulator mal gespielt gehabt. Und das waren ja gerade mal, also nicht mal 20 Folgen. Irgendwie so in dem Dreh. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf, also nicht so viele Folgen. Aber ja, das jetzt soll wohl wesentlich umfangreicher sein. Vor allem bin ich mal gespannt, weil die wollen das jetzt irgendwie integrieren, dass man halt mit seinen normalen LKWs auch dort fahren kann oder irgendwie sowas. Also ich bin gespannt, wie das Ganze gelöst ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich muss mich zurückhalten. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, Beispiel mit dem Feuer, was hat funktioniert? Gut, der andere hat jetzt komplett abgebremst. Dumm wäre es.
Weil ich dachte, wenn einer meine Spur abbiegt, dann müsste der Fluss ja so verlangsamt sein, dass ich auch locker auf die Fahrbahn aufbiegen kann. Will er mich gerade überholen? Will er mich gerade überholen? Junge, ich habe einen Volvo. Wir lernen deinen Platz. Er wollt mich. Nein. Er ist selbst bergauf beschleunigt schon stärker als er. Gut, wobei ich glaube, er beschleunigt gar nicht mehr, weil er bereits 80 fährt. Illegal Street Racing, let's go! Oh, wir sind noch 50. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Na komm, schon zieh vorbei. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Also, bist du früh geblinkt? Warum war ich jetzt hier lang? Links ist so frei. Mann, bin ich dumm. Ich dachte gerade, ich bin fett. Direkt canceln. Wo fahr? Die da immer noch die Ecke mit suchen. Die stehen da schon, seit wir mit ETS angefangen haben. Ist ja immer wieder ein anderer LKW, aber die stehen halt genau in der gleichen Pose. Diese Posierer, die. Halt, hier ist 40 erlaubt. Warum fährt er so langsam? Jetzt mit 30 fahre ich hier hinten rauf. Was machst du denn? Ah, das ist Baustelle. Aber nicht so tief graben, sonst fällt dir ins Wasser.
Russe! Russe! Wows! Aber bei Wows hat mit einem S geschrieben. Dann Wows! Oder Wows! Im Amerikanischen gibt es keine SZ, ne? Im Deutschen würde man ja ein langes S mit SZ schreiben oder sowas. I don't know. So, hier war glaube ich 8, ne? Ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Die Kamerafahrt jetzt beim Sonnenuntergang. Also ist ja noch nicht Sonnenuntergang, aber fast. Sieht bestimmt geil aus. Oh, Zug! Wuhu! Perfektes Timing! Oh, Alter, diese Sonne, Alter! Wuhu! Komm, ernsthaft? Nicht so schnell, Tiger. Da tritt da einmal kurz das Gas wieder, dann machst du vielleicht direkt 7 km/h drauf. So links. Ich muss noch rechts abbiegen. Ausfahrt links nehmen und dann rechts abbiegen. Was? Was redet der gerade? Was macht man Ausfahrt links? Ab. Junge! Mädel!
Was mache ich dir? Du verwirrst mich. Please stop it. Am Kreisverkehr tritt der Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Jetzt ist Sonnenuntergang. Können wir langsam Lichter machen hier? Wie zugemüllt der Weg ist, ey. Blech. Ja, achso. War natürlich wieder nur für Autos. Das 80er Schild. Der gute Marsch. Sieht das gut aus. Achso, da vorne können wir direkt parken. Das ist eine Raststätte. Easy. Digga, was ist das für mit Leute, das Step? Können wir eigentlich schlafen? 7 Stunden, wir haben noch 20 Stunden. Ja, wir könnten sogar mal schlafen. Nice. Bitte links. Da bietet es sich ja sogar an, dass wir da jetzt reinfahren. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Oh, hier müssen wir jetzt rein, ne? So, wir gehen vorne noch frei, ja. Gutchen, na dann. Hier sehen wir uns in der nächsten Folge, denn dann wieder. Ja, was ist das für ein Lied? Muss ich mal nachschauen. Ja. Bis dann. Da hat sich echt die Kamera schon wieder aufgehangen. Klopft nicht. Nee. Bis dann.